seid ihr ja schon. Dann beginnen wir mal mit dem Review. Der Hunter verspätet sich doch ein wenig, denn er ist in meinem Ofen, in meiner Mösenöffnung. Denn mein kleines Scary House verschlingt jeden, ganz egal ob Jäger oder Sammler. Ja gut, es ist nicht so groß, aber es funktioniert, garantiert. Von außen jedenfalls ein wahrer Hänsel- und Gretel-Magnet. Der Theme Park Hunter musste jedenfalls rein, ich hab's doch gewusst. Hab ihm das Eintrittsgeld auch erstattet. Geile Sache. So, genug geredet. Jetzt seid ihr dran. Oder wir schauen mit meiner Kristallkugel in die Vergangenheit vom Hunter. Der hatte es mit zwei Live-Erschreckern zu tun. Props an meine treuen Diener. Außerdem ist meine kleine Hütte auch innen drin vollkommen schön befüllt. Fans der Thematisierung werden sich hier wohlfühlen, garantiert. Alter, ist das geil. Schönheit, Hässlichkeit und Grusel, ich hab alles. Mein Endergebnis. Monster Strike. Bah, du kleiner Fazit eines Jägers. Scary House ist eine gefährliche, transportable Geisterbahn, garantiert, denn der Gruselfaktor ist hier definitiv sehr, sehr hoch. Ah! Oh, das war gut, ey. Klein, aber fein bis jetzt. Die Größe ist zwar bescheiden, aber trotzdem eine wundervolle Geisterbahn, besonders von außen. Trotzdem auch von innen ein gutes Teil. Wobei Hosenscheißer draußen bleiben sollten, garantiert. Mein Endergebnis 7,3 Pfeile eines Hexenjägers. Das war's, meine Freunde von Lebkuchen, Hänsel, Gretel und Hexe. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Geiles Ding.